Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Wir sprechen heute mal über Hochsensibilität. Vor allen Dingen, was ist das denn überhaupt? Und gibt es eine Möglichkeit, auch damit gut umzugehen, um dennoch in einer guten Kraft und Energie den Alltag bewältigen zu können? Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast, Tanja Mechler. Sie ist Notfallexpertin und auch Coach im Bereich für Hochsensible. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Tanja. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, jetzt habe ich Expertin für Notfall. Nee, habe ich es jetzt richtig gesagt oder egal, nicht? Egal, die Leute verstehen es. Okay. Expertin Notfallpflege. No, genau, gut. Super, danke. Aber viel spannender ist ja eigentlich das Thema, wegen was du heute da bist, nämlich das Thema Hochsensibilität. Genau. Und da gibt es ja ganz viel Menschen, die mir bisher schon begegnet sind, die auch immer wieder sagen, oh, ich bin hier hochsensibel und da. Und wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, dass ich da manchmal auch ein bisschen kritisch dem Thema gegenüberstehe. Und umso besser und schöner finde ich es, dass du heute da bist, wo mal da so ein bisschen ein Rundumblick da gibt. Ja, genau. Hochsensibilität, was heißt das eigentlich? Mhm. Das ist, wenn, also es ist ein typisches Persönlichkeitsmerkmal und es ist ja eine angeborene Charaktereigenschaft. Sprich, man merkt es schon als Kind, dass man hochsensibel ist. Und die typischen Merkmale sind, man nimmt auf allen fünf Sinnesebenen intensiver wahr. Ich zeige immer das Einkaufscenter, weil ich finde, es deckt so alles schön ab. Eben, man geht ins Einkaufscenter, die vielen Leute, das grelle Licht, durch die Boxen dröhnen Musik, dann die verschiedenen Düfte. Und da kann es schon mal sein, dass einem wirklich alles zu viel wird. Mhm. Das ist so ein typisches Merkmal. Dann auch der hohe Perfektionismus, die hohe Empathiefähigkeit. Dann auch, man reagiert ja stärker auf Medikamente. Darum ist die Alternativmedizin so gut, weil man so intensiv auf Medikamente reagiert. Und oft ist es schon so, dass hochsensible Menschen das Gefühl haben, sie passen nicht in diese Welt. Sie seien einfach anders. Mhm. Das kenne ich ja von mir selbst. Ich hatte ja auch immer das Gefühl, ich bin anders, bis ich dann ein Buch entdeckt habe, wo dann erklärte, warum ich so bin, wie ich bin. Mhm. Und da ging es auch um Hochsensibilität? Ja, genau. Das war vor gut 3 Jahren. Da hat eine Arbeitskollegin von meiner Mama, hat meiner Mama ein Buch gegeben. Leben mit Hochsensibilität, gib das deiner Tochter. Und die hat mich nicht gekannt. Mhm. Die wusste einfach, dass ich in einer Krise bin, aber die hat mich nicht gekannt. Und ja, ich sah das Buch, den Titel, habe gedacht, ach nee, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Auf die Seite, in die Schublade, halbes Jahr verging. Und dann irgendwann nahm es mich ja trotzdem Wunder, was in dem Buch steht. Und dann habe ich das Buch gelesen und ich habe mich das erste Mal verstanden gefühlt. Mhm. Und ich hatte ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse. Und heute hältst du ja auch Vorträge darüber. Genau. Beschreib mal ein bisschen, was kommen da für Leute in deine Vorträge? Haben die sich im Vorfeld damit auseinandergesetzt und... Ja, es ist noch spannend. Ich frage ja immer die Leute, wie sie auf mich kommen. Mhm. Und viele sagen per Zufall, ja, auf Social Media oder ich sei weiterempfohlen worden. Also eigentlich kommen von, ich sage jetzt mal, zwischen 12 und 70 ist so der Altersunterschied, wo die Leute kommen. Und mehrheitlich immer noch Frauen. Ich sehe, die Männer drücken sich noch ein bisschen vom Thema. Sehr, sehr viele Frauen. Mhm. Wo das Lustige ist, wo oft eigentlich wegen den Kindern kommen. Die sagen immer, ich habe hochsensible Kinder. Und wenn ich dann sage, von irgendwo haben es die Kinder. Nein. Also mich betrifft das Thema gar nicht. Und es ist so spannend, wenn ich während der Infoveranstaltung in die Augen schaue bei den Leuten und ich merke, dass sie ganz viele Aha-Erlebnisse haben, weil sie sich ganz etwas anderes eigentlich oder etwas Falsches darunter vorstellen. Mhm. Gerade, wo ich auch gern von dir mal so ein bisschen diese klare Differenzierung sehen möchte oder erfahren möchte. Es gibt ja viele auch, die sagen, oh, sie sind hochsensibel.
Und das hat aber gar nichts mit Hochsensibilität zu tun. Das sind meistens, können auch unverarbeitete Traumata sein oder einfach eine hohe Toxinbelastung, die einfach dafür sorgt, dass man einfach extrem reagiert auf die Umwelt. Mhm. Und ja, ich tue mich da echt immer ein bisschen schwer, wenn ich dann Menschen kennenlerne, die im Grunde einfach belastet sind, psychisch oder körperlich, und dann darüber sprechen, dass sie hochsensibel sind und es bleibt für immer so. Und am Ende des Tages sitzen sie irgendwann in einem Schutzkeller mit Wände angepinselt, wo kein Elektrosmog mehr durchkommt. Und dass man da mal vielleicht wirklich sagt, das eine hat mit dem anderen vielleicht gar nicht so viel zu tun. Eben, ich glaube, wie schon erwähnt, eben, es ist eine angeborene Charaktereigenschaft und viele Menschen merken ja schon als Kind oder als Jugendliche, dass sie mehr wahrnehmen. Klar kann es sein, dass sie gewisse Sachen im Leben erleben, gerade weil sie ja so eine hohe Empathiefähigkeit haben. Ich wurde aber auch schon sehr oft gefragt, ja, kann denn Hochsensibilität nicht durch ein Trauma entstehen? Und da wären wir ja so bei deinem Thema. Nein, ich meine eben, es ist eine angeborene Charaktereigenschaft. Und wir haben es ja vorhin schon im Vorgespräch gehabt. Wichtig ist, dass man das Thema anschaut, dass man alte Glaubenssätze oder alte Gefühle löst. Das ist ja auch das, wo ich immer in den Infoveranstaltungen sage. Zuerst ist einmal wichtig, dass man weiß, dass man so ist, und dann ist aber auch wichtig, dass man sich Unterstützung holt und alte Themen aufarbeitet und dann vorangeht, in die Zukunft schaut und vor allem, ja, dass man sich, wie soll ich sagen, Coping-Strategien aufbaut, einfach, dass man lernt, sich abzugrenzen. Und dann kann man sehr gut als hochsensibler Mensch auch im 21. Jahrhundert leben. Gerade da könnte ich mir vorstellen, als hochsensibler Mensch mit dieser hohen Empathiefähigkeit hat man ja wahrscheinlich gar keine Grenzen gespürt, weil man auch in der Kommunikation oder als Kind eigentlich viel vielleicht bei den anderen war, um vielleicht auch eine Art von Kontrolle zu behalten. Und wie lernt ein Hochsensibler wirklich seine Grenzen überhaupt zu spüren? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das Wichtigste ist zuerst einmal, dass man sich selber zuerst kennenlernt. Bei mir, ehrlich gesagt, ich bin jetzt 35 und eigentlich kenne ich mich erst seit 3 Jahren wirklich. Und das Spannende ist ja dazu mal, als ich mich selbst in der Krise befand, hatte ich das Gefühl, ich bin plötzlich anders. Und mein Mann hat dazu mal zu mir gesagt, ich habe das Gefühl, du bist erst jetzt langsam wirklich dich selbst. Und ich glaube, das hat mit dem zu tun, wie du jetzt so gesagt hast. Man nimmt sehr viel auf, vieles, wo einem selbst gar nicht betrifft. Und das habe ich ja erst jetzt gemerkt, dass ich ganz, ganz viel auch von, ich sag mal, Mama, Papa übernommen habe, wo gar nicht mir ist, wo ich jetzt abgegeben habe und jetzt langsam mich als Tanja wirklich kennenlerne. Und erst dann, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin und was ich will, dann kann ich auch Grenzen aufzeigen. Was ist denn die größte Angst, Grenzen zu setzen? Ich habe so das Gefühl, dass gerade wir Frauen da auch eher noch mal eine größere Herausforderung haben. Ich weiß nicht, ob das aus einer Angst kommt, jemanden gegenüber zu verletzen oder ob man vielleicht auch sich selber nicht so wertvoll sieht, dass man sagt, ich bin es mir wert, hier auch mal einen Stopp zu sagen. Ich glaube, das hat wirklich mit dem zu tun, weil man ja schon ein schwaches Selbstbewusstsein hat und das Gefühl hat, man ist anders, versucht man sich ja die ganze Zeit anzupassen, damit man überall akzeptiert wird. Und ich glaube, darum will man auch keine Grenzen aufzeigen oder Stopp sagen, vielleicht auch aus der Angst, zurückgestoßen zu werden. Weil man versucht ja die ganze Zeit irgendwie die Anerkennung zu bekommen, weil man ja das Gefühl hat, man ist anders. Und ich glaube, das ist so much entscheidend. Sobald man weiß, wie man ist und lernt, damit umzugehen, dann kann man auch klar Grenzen aufzeigen. Also
wenn ich so zurückdenke, früher, wenn sich jemand von mir abgewendet hat, dann wollte ich die Person wie noch mehr an mich klammern. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sagen muss, okay, wenn du mich als Person nicht schätzt, wenn du nicht weißt, ja, wer ich bin, ist okay, dann geh du deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Und das wäre vor 5 oder 10 Jahren noch unmöglich gewesen, wirklich auch Stopp zu sagen, auch wenn sich dann eine Person abwendet. Oder auch so diesen Versuch, wenn jemand einen nicht sympathisch findet, genau, dass man dann vielleicht noch versucht, ich erkläre das dem jetzt mal, dass ich doch nicht so bin, wie der denkt oder so. Ja, dieses, genau. Ich muss den jetzt auch überzeugen, dass der, dass sein Denken über mich jetzt nicht dem Ding entspricht. Ja, ja. Ja, das habe ich ja früher auch immer versucht. Und mittlerweile muss ich sagen, ich bin so, wie ich bin. Und bei gewissen Menschen, ich meine, die Menschen, die mir ja schon nicht sympathisch sind, das ist ja meistens auf Gegenseitigkeit. Und das ist auch okay. Ich muss nicht allen Menschen gefallen. Ja. Das scheint wohl auch ein Learning zu sein, gell? Ja, definitiv. Wirklich, es muss mich nicht jeder mögen. Nein. Und das dann auch so zu akzeptieren, gell? Und damit glücklich zu sein. Genau, genau. Ich meine, das war ja für mich am Anfang auch eine große Challenge, mit dem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn so der typische Glaubenssatz, was denken die anderen Menschen? Und das war für mich auch nochmal eine große Hürde, meine eigenen Themen anzuschauen, weil ich hatte die Vision, die Menschen mit dem Thema zu erreichen, einfach zu sagen, du bist gut, so wie du bist. Und dann doch versteckte ich mich immer so hinter Insta, Facebook, so ja die Posts halt. Und dann bekam ich auch so einen Tritt in den Arsch, sage ich aber. Geh mit deinem Gesicht an die Öffentlichkeit. Und das war für mich schon auch so, puh, was denken meine ehemaligen Arbeitskollegen und. Und ehrlich gesagt, die Leute reden sowieso über dich. Ob du jetzt das machst oder das. Ja, wenn wir jetzt wirklich das Thema Hochsensibilität nochmal in dem Alltag betrachten, wo spielt es eine Rolle, gerade im Thema Partnerschaft, Berufsleben? Was sind auch bei deinen Klienten wirklich so die größten Herausforderungen? Also was ich am meisten spüre, ist wirklich das Zeitmanagement. Wir sind in einer leistungsorientierten Gesellschaft, ich sag mal, wo für hochsensible Menschen wirklich eine Challenge ist, wenn man kein gutes Zeitmanagement hat. Und das sehe ich auch bei meinen Klienten. Ich sage jetzt mal berufstätig, dann vielleicht noch Mama, haben noch Kinder, wo dann wirklich schwerfällt, sich die Zeit rauszunehmen, dass sie wirklich immer nur funktionieren und eigentlich nonstop reizüberflutet sind. Das sehe ich so. Und natürlich auch im Beruf. Man erwartet immer mehr, man will immer mehr Leistung. Und ich sage meinen Klienten oft, es gibt so kleine Sachen, wenn man die in den Alltag einfließen lässt, sei es in dem, dass man Morgenrituale hat, wirklich sich Zeit, bewusst auch Zeit für sich nimmt. Und manchmal genügt das nur schon auf der Arbeit, wenn man mal, ich sag mal, 2 Minuten ans Fenster steht, tief atmet, das reicht schon wieder aus, um dann wirklich weiterzuarbeiten. Es gibt ganz viel so kleine Dinge. Sobald man die in den Alltag einfließen lässt, geht es besser. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, gerade wenn man jetzt das Thema Partnerschaft auch nimmt und dann sich selber seine Grenze nicht spürt und viel bei dem Partner ist, dass man sich dann vielleicht auch ein Stück weit völlig verliert, ja, indem man das Leben nur noch von dem Partner lebt und dann irgendwann merkt, wer bin ich eigentlich, oder? Ja, das denke ich schon. Man fließt dann wie ineinander rein, sondern nicht mehr ich bin ich und er ist er, sondern, oder man nimmt auf viel von ihm. Das kann natürlich auch sein. Und man kennt ja auch die Menschen, die sich so komplett verlieren, wenn die immer in Partnerschaften sind. Ja. Die sind dann wie vom Erdboden verschlungen. Sieht man nicht mehr, hört man nicht mehr. Und die nehmen dann auf einmal, also bei Extremfällen nehme ich das gern auch wahr, wirklich auch die Meinungen von den Partnern an, wo ich auch dachte, das hättest du früher im Leben nie gedacht, in der, ja. Also so eine extreme Symbiose, nee, es ist keine Symbiose, es ist eigentlich wie so ein Übernehmen eines anderen Fahrplans.
Ja, aber ich glaube, das betrifft nicht nur hochsensible Menschen. Ich glaube, das ist die Tendenz von gewissen Frauen. Mhm. Ich glaube, dass da wird es auch Normalsensible geben, die dann die Meinung vom Partner übernehmen oder nicht mehr sich selbst sind. Ich glaube, das sind wie zwei verschiedene Themen. Wo spielt dann in der Partnerschaft diese Hochsensibilität wirklich? Woran erkenne ich, dass ich hochsensibel bin in der Partnerschaft? Also generell, dass ich hochsensibel bin, aber gerade auch in dem Feld? Ja, also ich glaube eben, dass man erkennt, dass man hochsensibel ist, sind wirklich, wenn man die typischen Merkmale, ich sage es auch bei der Infoveranstaltung, es gibt ja auch da drei verschiedene, also es gibt leicht, mittel und sehr hochsensibel. Okay. Und es gibt ja auch Tests, die man online machen kann. Zart beseitet oder von der Ellen Aaron. Dort kann man wirklich einen Fragenbogen ausfüllen und dann weiß man, ob man hochsensibel ist oder nicht. Ich glaube, das hat nichts mal mit der Partnerschaft zu tun, aber doch ist es sehr, sehr wichtig auch für die Partnerschaft, dass das Miteinander auch funktioniert und auch ein Partner oder eine Partnerin versteht, wenn es vielleicht dem anderen mal zu viel wird. Mhm. Also ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen die Situation erlebt, ich kam nach Hause, ich gebe noch Schule, in einer Rettungsschule zwischendurch. Und das ist logischerweise für mich, wenn ich nach Hause komme, ist wirklich gut so. Einen Tag Schule geben und dann bin ich müde. Und ich kam nach Hause und mein Mann hat voller Power da Musik gehört. Ich komme rein, zack, Musik aus. Und er guckte mich an, so, hallo? Ich so, ja, du weißt, es ist mir gerade zu viel und ich brauche jetzt meine Stille. Und er hat gesagt, ja, und ich will jetzt Musik hören. Und hat die Musik wieder eingeschaltet. Und dann, am Anfang habe ich auch gedacht, okay, wäre schön, wenn du auf mich eingehen würdest. Und Hanker mussten wir am Abend so lachen, als wir darüber gesprochen haben, weil er hat gesagt, es ist okay, ich akzeptiere, dass du deine Ruhe brauchst, aber dann schaff dir den Raum, dass du Ruhe hast. Ich kann mich nicht nur dir anpassen. Das geht nicht. Und dann musste ich sagen, ja, du hast recht. Dann bleibe ich halt das nächste Mal noch kurz im Auto oder ich gehe auf den Balkon. Aber ich kann nicht erwarten, dass er sein ganzes Leben hingibt und alles nur nach mir richtet. Das kann ich nicht. Und darum ist es wichtig, dass man in der Partnerschaft wirklich auch über das Thema spricht, Grenzen aufzeigt, aber auch akzeptiert, wenn vielleicht der Partner oder die Partnerin gewisse Sachen nicht nachvollziehen kann. Dann muss man halt eben andere Tools sich zutun. Ja. Was ist jetzt für jemand, der das Interview anschaut und wirklich wissen will, ob er hochsensibel ist und wie er damit umgehen kann? Also du hattest gerade diesen Fragebogen angesprochen. Aber dass wir doch noch so ein paar Beispiele bekommen, um sich wirklich Also typischen Merkmale eben der hohe Perfektionismus, Kreativität, eben man nimmt auf allen fünf Sinnesebenen intensiver wahr, das, wo ich schon erklärt habe mit dem Einkaufscenter. Dann zum Beispiel auch gewisse Stoffe, man wird fast irre, wenn man gewisse Stoffe auf dem Körper hat, die kratzen. Oder zum Beispiel ein T-Shirt, gibt es so das Zettelchen. Als Kind habe ich schon meiner Mama gesagt, schneid das weg. Ich halte das kaum aus. Das ist auch so ein typisches Merkmal von der Hochsensibilität. Eben das Gefühl von anders zu sein. Dann auch, man hasst Smalltalk. Das ist etwas vom Schlimmsten. Man hat gerne tiefgründige Gespräche. Das kann auch schon in der Jugend sein. Dann die Kinder, so typische Merkmale bei den Kindern, sie haben ein spezielles Essverhalten, gewisse Sachen können sie nicht essen, sie haben nicht gerne dreckige Hände, zum Beispiel in den Schulen, wenn man die Hände anmalen muss, das ist für sie der Horror, oder nasse und dreckige Kleider hat man auch nicht gerne und man reagiert eben sehr stark auch auf Medikamente, Koffein, Drogen oder Alkohol. Und dann stellt sich mir dann auch die Frage, gell, wie geht man damit um? Was ist jetzt so als Therapeutin wirklich dein Wunsch, wie Hochsensible durch ihr Leben kommen? Und was gilt es denn auch noch? Ich meine, Themen anschauen, das würde jedem, glaube ich, gut tun. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, definitiv.
Ich wünsche mir zum einen, dass die Menschen, die hochsensibel sind, dass sie es anerkennen und dass es eine Gabe ist und keine Schwäche. Und doch, dass sie sich Unterstützung holen. Ich sage das auch immer bei den Infoveranstaltungen. Das habe ich ja selber gesehen. Nur wenn ich ein Buch lese und viele Aha-Erlebnisse habe und weiß, okay, ich bin so, oder ich weiß jetzt, warum ich so bin, wie ich bin, besser gesagt, habe ich trotzdem alte Glaubenssätze in mir. Und wichtig ist, dass man die löst, dass man sich Unterstützung holt. Das sehe ich ja bei meinen Klienten, wie sie zu mir kommen und wie sie nach ein paar Wochen, Monaten in die Welt herausgehen. Denn ich sage immer, man muss hochsensible Menschen nicht in eine Watte packen. Es geht nicht um das, überhaupt nicht. Es geht lediglich darum, dass es in der Gesellschaft enttabuisiert wird und dass man weiß, es gibt solche Menschen, es ist okay, wenn man vielleicht auch einmal mehr weint als sonst. Aber dass man sich Unterstützung holt und gewisse Tools aneignet, dass man mit der Reizüberflutung, die wir einfach in der heutigen Zeit haben, besser zurechtkommen. Also ich appelliere wirklich an jeden, holt euch Unterstützung. Auch ich war dazu mal froh, wo mich jemand an der Hand genommen hat und eine gewisse Zeit lang begleitet hat, bis ich dann wieder meinen Weg selbstständig gehen konnte. Schön. Ja, ich würde gerne noch mit dir ein Interview nochmal machen über das Thema, welche Werkzeuge können wir denn im Alltag wirklich nutzen, um eben gut da durchzukommen und gerade solche für sich auch gut die Grenzen zu setzen. Also, wenn du da nochmal kommen würdest, würde ich mich sehr freuen. Ich mich natürlich auch. Und wenn die Zuschauer jetzt wirklich sagen, ich möchte mich da weiter informieren oder ein bisschen reinlesen. Also sie dürfen natürlich sehr gerne an meine Infoveranstaltungen kommen. Ich bin ja nächstes Jahr in der Schweiz wieder on Tour. Das findet man alles auf meiner Homepage www.innerestärke.ch, wo ich bin. Ich bin in 7 verschiedenen Kantonen unterwegs, wo ich den Menschen auch aufzeige, was bedeutet Hochsensibilität und ja, wie kann ich gut im Alltag damit umgehen. Schön. Super, Tanja. Vielen Dank. Danke dir vielmals. Und viel Erfolg weiterhin auf jeden Fall noch. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ja, Thema Hochsensibilität. Ist immer wieder spannend zu hören, was gibt's für Möglichkeiten, was ist das überhaupt und wie kriege ich meinen Alltag damit gut gemeistert. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen und bedanke mich. Bis bald. Tschüss.